willkommen, liebe Gemeinde, heute zum Gottesdienst am 15. Sonntag nach Trinitatis. Seit längerer Zeit habe ich wieder mal mit Ihnen hier in Bötzingen den Gottesdienst feiern, darauf habe ich mich sehr gefreut. Und jetzt, der Sommer neigt sich so ein wenig dem Ende zu, aber wie auch immer, ich denke, mit viel Kraft und mit viel Zuversicht und viel Energie sind wir auch hier. Feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit viel Kraft und mit viel Zuversicht und mit ganz viel Wärme und Licht im Herzen. So sind die einen vielleicht hier. Aber auch die anderen unter uns, die heute etwas zu tragen haben, die Sorgen haben, die etwas beschwert sind. Wir alle haben hier Platz unter Gottes Dach, in seinem Haus. Wir dürfen kommen, so wie wir sind. Er schenkt uns jeden Morgen seine Gnade neu. Und das gibt uns Zuversicht für jeden neuen Schritt. So lasst uns beginnen und miteinander einstimmen und den Morgen begrüßen mit dem Lied 455, die angeschlagenen Verse. Lasst uns miteinander den angeschlagenen Psalm beten, die Worte im Wechsel sprechen. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet. Wir wollen antworten mit dem Lied 218 und auch im blauen Büchlein. Thank you.
lass uns beten. Gott, aus deiner Hand kommen wir, um die Erde zu bebauen und zu bewahren, als deine Ebenbilder zu leben und das in guter Gemeinschaft mit dir und unseren Mitmenschen. Doch wie schwer fällt uns das immer wieder. In unserem bruchstückhaften Bemühen wird es sehr deutlich, in deinem Geist zu handeln und dir zu vertrauen, uns selbst treu zu bleiben und unseren Nächsten hilfreich zur Seite zu stehen. Mühen und Sorgen begleiten unser Handeln, auch wenn du uns gibst, was wir zum täglichen Leben brauchen, was wir doch so gerne übersehen und nur für selbstverständlich halten. Gütiger Gott, nimm du unsere Kümmernisse und Sorgen in deine Hände und wandle in Segen, was heute noch unsere Herzen umtreibt und sie schwer macht. Und so stimmen wir ein in das Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich, unter Nummer 63. Wir brauchen deinen Trost, wir brauchen deinen Zuspruch. Wir brauchen das gute Wort, das unsere Herzen weit macht und das wir auch weiter verschenken können. Und so lasst uns hören auf das Wort Christi und lasst es reichlich unter uns wohnen. Lehrt und ermahnt einander so in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und deshalb Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe. Und wir wollen antworten. Und Sie dürfen dazu gerne Platz nehmen. Ich sing dir mein Lied, Nummer 56. Thank you.
Gott, hör auf unsere Lieder und gib uns, was wir täglich brauchen. Gib uns offene Augen und Sinne für dein Reich, damit wir bleiben in deiner Wahrheit, unter deinem Schutz und Segen. Amen. Schriftlesung aus 1. Petrus 5, die Verse 5b bis 11. Ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel. Ebenso ermahne ich euch Jüngere, ordnet euch den Gemeindeältesten unter. Für euch alle gilt, euer Umgang miteinander soll von Demut geprägt sein, denn Gott stellt sich den Hochmütigen entgegen, aber den Bedürftigen schenkt er seine Gnade. Beugt euch also demütig unter Gottes starke Hand, dann wird er euch groß machen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher. Er sucht jemanden, den er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand, indem ihr am Glauben festhaltet. Ihr wisst, dass eure Brüder und Schwestern in dieser Welt die gleichen Leiden ertragen müssen. Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. In der Gemeinschaft mit Christus habt ihr Teil daran. Nur für eine kurze Zeit müsst ihr leiden. Dann wird er euch wieder aufrichten und stärken, euch Kraft verleihen und euch Halt geben. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Halleluja! Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Und so lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wer nur den lieben Gott lässt walten, singen wir miteinander das Lied vor der Predigt.
Liebe Gemeinde, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Seid nicht bekümmert, sondern all eure Sorgen werft auf ihn, den Schöpfer allen Lebens. Er ist es, der für euch sorgt. Das ist die Überschrift, die für mich über diesem Gottesdienst steht und eigentlich auch über unserem Leben. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, seid nicht bekümmert, sondern all eure Sorgen werft auf ihn, den Schöpfer allen Lebens. Er ist es, der für euch sorgt. Was sorgt ihr euch also um euer Leben? Denn was haben euch schon die ängstlichen Momente, Minuten und Stunden gebracht, wenn ihr mal zurückschaut in euer Leben? Und da haben wir sie dann, die unterschiedlichsten Typen von Menschen. Die Mütter und Väter, die sich sorgen und kümmern um jede und jeden in der Familie, ob die Kinder nun klein sind oder ob sie heranwachsen, ob sie aus dem Haus sind und wir uns freuen, wenn sie uns wieder besuchen. Die alten Eltern, die oft zu der Zeit grad pflegebedürftig auch werden, wenn wir noch um unsere Kinder uns kümmern müssen, sollen, dürfen. Vieles kommt ja so in der Mitte des Lebens gerade dann zusammen. Und manchmal, wenn man zurückschaut, so geht es mir zumindest, dann denke ich, wie hat man das so alles, wie sagt man heute, gemanagt? Wie hat man das alles geschafft? Wichtig war ja auch, dass man in diesen dichten Zeiten Freundschaften pflegt, dass man vielleicht später, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind und wenn die alten Eltern nicht mehr bei uns sind, dass man dann noch ein Gegenüber hat, mit dem man sich versteht, sich treffen kann. Auf eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee. Ganz einfach, dass man nicht alleine ist. Und da gibt es dann auch die Nachbarn, hier oder da, die stets mit Augen und Ohren überall sind und wissen, wer wo und was überall geschieht. Sie sorgen sich auch, aber auf ganz andere Weise. Oder die Lehrerin, jetzt geht's ja wieder los mit der Schule und draußen auf den Straßen wird wieder viel mehr Lärm und Geräusch sein und der Bus wird fahren und vielleicht auch wieder die Bahn Verspätung haben, was so alles jetzt wieder zurückkommt. Und die Lehrerin, die jetzt, oder der Lehrer, die voller Spannung jetzt in die neue Klasse kommen, viele Kinder zu betreuen sind und die vielleicht auch zukünftig nur ganz wenig Zeit haben, sich den Kindern zu widmen, die besonders ein Auge brauchen. Denken wir an sie in diesen Tagen und wünschen wir ihnen Kraft und Gottes Segen für das neue Schuljahr. Und wie schon oft haben auch wir uns gesorgt und sind bekümmert, im Kleinen und im Großen. Das hat dann oft zur Folge, dass wir schlecht gelaunt sind, weil wir überfordert sind, weil wir ungerecht dann vielleicht uns behandelt gefühlt haben oder selber mit anderen ungerecht umgehen. Und wir klagen an, ach, so viel Stress zu gleicher Zeit. Da ist dann ein banges Warten, vielleicht auch auf einen Laborbefund. Und die ganze Familie weiß davon. Und wir denken an den Menschen, der jetzt diesen Befund erwartet. Eifrige Bemühungen im Job und auf der Arbeit, nur keine Fehler machen, keine falschen Entscheidungen treffen, Kinder und Familie dabei auch nicht aus dem Blick verlieren. Niemand soll ja zu kurz kommen. Sorgen, Sorgen, Sorgen. Wie oft geht ja auch alles zu bester Zufriedenheit vonstatten, aber wenn nicht, der Laborbefund ist vielleicht schlecht ausgefallen. Wie fangen wir diesen Menschen auf?
Der Erfolg im Beruf ist ausgeblieben. Die Arbeitsstelle hat die Bewerberin vor mir bekommen. Oder zum Elternabend, da soll ich ja auch noch hingehen und ein offenes Ohr haben. Doch der Arztbesuch mit Oma dauerte zu lange. Ich bin im Stress, ich habe Sorgen. Wie soll ich das alles bewerkstelligen? Nur ein paar wenige Beispiele aus unserem Alltag. Lasst uns dazu hören auf den 25. Vers im 6. Kapitel bei Markus. Darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung, mehr als die Sorge um all das? Nun, hier in unseren Breitengraden, in einem Gebiet der Erde zu Hause zu sein, wo wir uns im Regelfall keine Sorgen um Essen und Trinken, um Kleidung und auch nur bedingt um Wohnungsraum machen müssen, heißt das nicht gleichzeitig, dass uns alle Sorgen abgenommen sind. Denn Sorgen um das berufliche Fortkommen, das Wohl unserer Kinder und Kindeskinder, um Gesundheit und annehmbaren und angemessenen Wohnraum auch zukünftig, das ist dabei nicht vom Tisch gewischt. Nun gut, Objekte lassen sich zudem versichern. Man hat hier eine Versicherung und da eine. Und denkt, wenn man so seinen Betrag bezahlt hat, naja, also wenn wir dran denken, wie schnell das Wetter umschlägt, gerade in letzterer Zeit, da muss man schon gut versichert sein und bekommt dann vielleicht auch etwas zurück, wenn es uns dann auf den Feldern und Wiesen ja, erwischt hat und wir müssen schauen, wie wir die Ernte reinbringen. Jesu Worte, sein Aufruf zur Sorglosigkeit, war in vergangener Zeit in erster Linie für die Jüngerinnen und Jünger seinen damaligen Weggefährten bestimmt. Er lädt seine Freunde ein, entgegen der biblischen Verpflichtung, zum Beispiel für die alten Eltern zu sorgen, sich mit ihm auf die Wanderschaft zu begeben, das sesshafte Leben hinter sich zu lassen und predigend unterwegs zu sein. Also ein Leben ohne Absicherung, ohne irgendeine Versicherung zu wagen, sogar familiäre Verantwortung hinter sich zu lassen und dem naturkundigen Weisheitslehrer einfach nur zu folgen? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie ja doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge Leben eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut doch die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen auch nicht. Ich sage euch, dass auch Salomon in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Liebe Schwestern und Brüder, im Glauben in der Natur lassen sich wirklich wunderbare Bilder finden, an denen man aufzeigen kann, wie auch der Verlauf eines Lebens vonstatten geht. Jesus nutzt diese Möglichkeit nicht nur einmal gerne, um seinen Weggefährten etwas zu erklären und deutlich zu machen. Auch wenn wir sehr wohl wissen, dass es auch in der Natur nicht immer prächtig ist, dass Pflanzen und Tiere nicht immer versorgt sind und das Leben in freier Wildbahn stets gefährdet ist. Die Natur als Vorbild für menschliches Tun und Lassen zu nehmen, ist doch also recht zwiespältig. Und trotzdem bleibt
der freundliche und fast genussvolle Blick Jesu auf das Wachsen und Werden der Schöpfung. Für uns als Betrachter staunend in Erinnerung. Seht die Lilien auf dem Felde. Letztendlich, wie sehr wir uns auch anstrengen, wie sehr wir auch in die Versicherungen einzahlen, wie sehr wir auch vorsorgen und planen, dann fegt irgendwann der Starkregen über den Weinberg, das Unkraut nimmt Überhand, der Schädling frisst sich in die Beeren und Fäulnis breitet sich aus. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Wird uns wirklich alles zufallen? Trauen wir es Gott zu, alles in allem für uns zu sein und auch unser kleines Leben in seiner wunderbaren Schöpfung zu bergen, zu halten? Welche Prüfungen sollen wir noch bestehen? Welche Stolpersteine müssen ausgeräumt werden? Welche Umwege müssen wir noch gehen in unserem Leben? Und welche Trennungen zulassen? Wunden verheilen, ja, aber alles ist vergänglich und eitel, spätestens dann, wenn wir Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten. Wie deutlich wird uns das dann? Alles ist vergänglich und eitel. Unsere Sorgen jedoch sind nichtig, sagt uns das Wort. Gott allein, er gibt uns Kraft durch seinen guten Geist. Und es geht um das Reich Gottes, das zu erkennen, einen jeden Tag aufs Neue. Da helfen uns unsere Verbiegungen und Bemühungen ganz wenig nur. Und unsere Sorgen helfen uns auch nicht. Also, sorget nicht, sondern versucht, jeden Tag aus diesem Kraftfeld der Liebe Gottes zu leben und zu schöpfen. Dann wird uns alles zufallen. Das soll uns alleine trösten. Das soll uns Zuspruch sein und Zuversicht. Da müssen wir natürlich auch erst hinkommen. Vielleicht bedarf es da manchmal auch der Erfahrungen, die wir im Leben machen müssen und nicht vorbeikommen, an menschliche Grenzen zu stoßen, um irgendwann dann alles Sorgen, Schaffen, Planen loszulassen und danach zu trachten, dass Gott allein unsere Geschicke in seinen Händen hält, ihn wirken zu lassen, damit wir erkennen, die Gnade des Herrn ist jeden Morgen neu. Wer das einmal so erfahren durfte, und wenn wir zurückschauen in unserem Leben, vielleicht ja hier und da ist uns ein Licht aufgegangen. Und wenn es nur ein ganz kleines ist. Egal wie flüchtig und nichtig wir um uns herum das Leben wahrnehmen, das Kommen und Gehen, wer selbst nichts mehr in den Händen halten konnte und sich nur noch von der Liebe Jesu Christi tragen lassen konnte und kann, der wird vielleicht, so hoffe ich, und das hoffe ich auch für mich, zukünftig anders unterwegs sein und auch die Lilien auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel mit anderen Augen betrachten. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also, lass deine Sorgen los.
Versuch es zumindest einmal, deine ängstliche Verbissenheit gegen die freundliche Gelassenheit einzutauschen. Das kostet Kraft. Aber hab keine Angst. Fürchte dich nicht, sei nicht bekümmert, sondern gib sie ab, die Sorgen und die Nöte, die dich lähmen und das Herz schwer machen. Gott sorgt für dich. Und auch für mich. Heute und morgen. Und er meint es gut mit uns. Darauf lasst uns vertrauen. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt, auf das, was wir vielleicht noch in unseren Gedanken jetzt in unserem Herzen bewegen. Meine Zeit steht in deinen Händen. 644.
Und so lasst uns miteinander und füreinander beten. Du sorgst für uns, Gott, dass wir uns nicht sorgen müssen. Du kümmerst dich um uns, Gott, und so dürfen wir dir unsere Sorgen auch anvertrauen, die kleinen und die großen. Für diesen Zuspruch und dein Versprechen danken wir dir. Das nimmt uns die Schwere der Gedanken immer wieder und es entlastet uns auch. Deshalb bringen wir dir voll Vertrauen alles, was uns unter anderem auch das Herz schwer macht. Und wir bitten dich, nimm dich auch zukünftig unserer Sorgen und Nöte an und um die Zukunft deiner Welt angesichts von Klimawandel, steter Aufrüstung und religiöser Konflikte. Alles, was uns persönlich bewegt, das Wohlergehen von Kindern und Enkeln, unser Älterwerden, auch den Verlust von Kraft und Mobilität, das finanzielle Auskommen im Alter, guter Gott, hilf uns. Hilf uns, gelassen und zuversichtlich unterwegs zu bleiben und auf deine Fürsprache zu hoffen. Für alle, die sich um andere kümmern und für sie sorgen in der eigenen Familie, in der Kita, in der Schule, in Krankenhäusern, Senioren und Pflegeheimen, überall da, wo Menschen miteinander unterwegs sind, in Einrichtungen für behinderte und besonders bedürftige Menschen. Wir bitten um Kraft für jeden neuen Tag. Wir bitten um Gesundheit an Körper, Geist und Seele und danken den Menschen, die für uns da sind, auch in unseren Gemeinden. Wir danken für das Engagement, ihre Zuwendung und die Nächstenliebe, die wir untereinander teilen. Dich, barmherziger Gott, bitten wir auch für alle, die Gesetze machen, Vorschriften erlassen und über große Summen von Geldern beschließen müssen. Lass sie den Wert menschlichen Lebens immer über wirtschaftliche Überlegungen stellen, Mitgefühl und Nächstenliebe Raum geben und sich für kreative und fantasievolle Lösungen öffnen. Gib uns deinen guten Geist, den Geist der Liebe, in all unserem Denken, Fühlen und danach tun. Wir beten weiter in der Stille. All das, was uns jetzt zur Stunde auch ganz persönlich bewegt, das legen wir jetzt hinein in das Gebet, das Jesus Christus uns selbst zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Gottes Friede, der höher ist als all unsere Gedanken, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Herzlichen Dank Ihnen, Frau Thiel, dass Sie diesen Gottesdienst vorbereitet und mit uns gefeiert haben. Die Bekanntmachungen für den 15. Sonntag nach Trinitatis. Am kommenden Sonntag, den 15.09., feiern wir um 10 Uhr mit der Evangelischen Gemeinde AB, dem Christuszentrum sowie der katholischen Kirchengemeinde den Weinfestgottesdienst in der Festhalle in Bötzingen. Der Kindergottesdienst findet ebenfalls um 10 Uhr statt. Die Kinder treffen sich ebenfalls in der Festhalle. Der Kirchengemeinderat trifft sich am Dienstag, 10.09. um 20 Uhr zur nächsten Sitzung. Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag, ebenfalls am Dienstag, 10.09. um 14.30 Uhr in den Gemeindesaal. Dabei wollen wir auch das abgesagte Eisessen nachholen und einen gemütlichen Nachmittag miteinander verbringen. Das Vorbereitungsteam freut sich auf Sie. Vielen Dank für das Opfer vom vergangenen Gottesdienst in Höhe von 240,70 Euro. Die Kollekte nach dem heutigen Gottesdienst ist für die Beratung und Hilfe für Geflüchtete und Migrantinnen bestimmt. Gott segne die Gebenden und die Gaben. Der Bibelspruch für die kommende Woche steht im 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und so lasst uns gehen mit Gottes Segen in die kommende Woche. Der Herr segne dich. Und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr schaue dich freundlich an und schenke dir seinen Frieden.
Dankeschön sagen, dass ich nach langer Zeit bei Ihnen wieder mal zu Gast sein durfte. Ich möchte auch Dankeschön sagen für alle, die im Hintergrund gewirkt haben und für das wunderbare Orgelspiel. Oh, das ist also, ja, das nehmen wir doch mit jetzt in diesen Sonntag und in die kommende Woche. Bleiben Sie behütet, eine gute Zeit und gerne komme ich mal wieder, wenn wir gebraucht werden. Ja, so, alles Gute und auf Wiedersehen.